Ladies and Gentlemen, Intro startet in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen wunderschönen Video von mir. Es ist mal wieder an der Zeit, dass wir in das neue Roofless Video reingehen. Wir dürfen hier nichts verpassen. Roofless Content, immer noch goldener Content. Sehr gespannt, was wir hier gleich sehen werden. Vor allem der Titel lässt mich in Träumen schwelgen. Ihr wisst, was ich meine. Titel des heutigen Roofless Videos ist Rückkehr in sowjetisches Militärdorf, Atombunker geöffnet und jetzt kommt das Interessante, und Wiedersehen mit Pushkin, Digga. Also Fragezeichen, das ist noch nicht safe anscheinend. Das wäre zu geil, Chat. Bete zu Gott, dass wir hier gleich wieder Pushkin sehen werden. Das wäre einfach nur Liebe. Den du zurückgenießt, neues Roofless Video startet jetzt. Willkommen meine Leute, wir befinden uns wieder mal im wunderschönen Ungarn und für uns geht es gleich zu einer Location, wo wir bereits waren, nämlich einem sowjetischen Militärdorf, in dem es einen Bunker gibt, wo damals nukleare Sprengsätze gelagert wurden. Wir sind damals leider nicht reingekommen, weil uns der entsprechende Schlüssel für die Tür gefehlt hat. Den haben wir heute dabei. Außerdem gibt es auf dem Areal noch viele andere Objekte, die wir noch nicht unter die Lupe nehmen konnten. Wir wollen außerdem unseren alten Freund, den Pushkin, den lieben Vierbeiner, besuchen. Ich würde sagen, das... Alter, das wäre so geil, Chat. Kann einfach... Boah, das wird mich so glücklich machen, wenn die den wiedersehen. ...so geil werden. Los geht's, Leute. So, da ist sie wieder, die Mauer von letztens. Und da geht's jetzt sofort rüber auf das Gelände von dem Militärdorf. Ich hoffe wirklich, dass wir heute den Pushkin treffen. Finde ich, ist der gleiche. Ist so, Chat 1, wenn Pushkin tausendmal wichtiger ist als irgendein Atombunker. Scheiß auf diese Bunker und Löcher, wo die gleich reinkrabbeln. Wir wollen eigentlich nur Pushkin sehen. Das ist der Grund auch, warum wir das Video anschauen. Der Hund da und ja, nicht ja. Ein anderer, der uns ins Bein beißt. Ja. Für alle, die das letzte Video nicht gesehen haben, uns ist hier ein Wachhund begegnet, mit dem wir uns irgendwie angefreundet haben, der uns dann die ganze Zeit über das Gelände gelotst hat. Und das ist wirklich ein Vierbeiner der besonderen Sorte. Also Daumen drücken, dass wir dem Pushkin heute begegnen. Oh, da ist die gute alte Stelle. Alter, guckt euch mal die Waden an von Fredo. Heute begegnen. Oh, da ist die gute alte... Guck mal jetzt auf die Waden, Schatz. ...die Stelle. Oh. Oh, Fredo macht immer was mit mir, wenn ich ihn sehe, ehrlich. Vor allem, wenn ich ihn von hinten sehe, das macht was mit mir. Mir wird warm gerade ein bisschen. Oh. Ist das ein Mann? Schaut euch das an. Da ist er wieder, der sowjetische Trainingspark. Ja, das haben wir hier alles schon weggeexplorert. Ich würde sagen, wir exploren jetzt direkt mal die Sache, wo wir noch nicht waren, und zwar schön in diese Richtung. Komm, los geht's. Attacke. Wir sind jetzt wirklich querfeldein über das ganze Gelände gegangen und haben tatsächlich hier was entdeckt. Und zwar dieses Ding hier. Und da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ich schau das mal an. Ja, das sieht fast wie eine Übungsstätte aus. Man kann es nicht mehr richtig lesen, aber da... Kyrillisch. Da steht was in Kyrillisch. Komplett weggerostet. Oh. Aha, da erkennt man aber was. Schau an, schau an. Ein sowjetischer Soldat. Das sind verschiedene Positionen. Hier vielleicht, wie man salutiert. Hier die Kampfstellung. Da der Verdeckte auf Undercover. Da drüben direkt noch eins. Boah, das sieht nach Nahkampf aus. Fäuste, da mit Messer. Das sieht mir vor allem danach aus, als wäre das alles steinalt. Schön der Stich aus der Hüfte. Und da, falls es mal der Klappspaten sein muss. Ah, verschiedene Arten, das Messer zu blockieren. Das sieht aus wie ein Zug, hier ein Soldat und da ein Güterwaggon. Ich habe das Ding da gerade übersetzen lassen. Das ganz oben ist Schienenverkehr, spezielle Bedingungen. Wächter oder Zuchtarbeiter, Massenvernichtungswaffen was? Erlaubt. Alter, what the fuck? Warte mal. Ah ja, Wächter oder Zuchtarbeiter. Würdest du 5000 Euro an Fredos Furz schnuppern? Nee. Ich würde tatsächlich 5000 Euro zahlen, um an seinem Furz zu schnuppern, mein Lieber. Stehen Sie nur mit Erlaubnis des Manals. Alter Schwede, okay. Keine Ahnung, was das heißt, aber hier steht auf jeden Fall irgendwas mit Massenvernichtungswaffen. Also das ist der Beweis, Leute. Hier wurden tatsächlich nukleare Sprengköpfe gelagert. Das ist schon wild. Aber direkt weiter ausschwärmen. Wir spazieren gerade Richtung Wachposten, einfach weil wir glauben, dass die Chance höher ist, dass wir dort den Pushkin treffen. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, aber wir wollen dem Kleinen heute unbedingt begegnen. Schön hinschleichen, denn jetzt hoffentlich nimmt er unsere Fährte auf. Ja, da schau dir das an. Wie
Alter, das sind überall Patronen. Was zur Hölle? Krass, Digga. Und hier jetzt direkt so ein riesiges Wohngebäude. Von dort oben könnte man vielleicht echt die Wachzentrale sehen und dann vielleicht auch den Pushkin. Und den dann schön anlocken, ja, irgendwie. Alter, das ist wirklich mal eine seltsame Mission. Schön den Wachhund auf sich aufmerksam machen, ohne dass es der Besitzer merkt. Aha. Klassenräume oder sowas. Alter Scholli. Schaut euch das an. Alter, auch Stein, Alter. Sieht aber geil aus. Ah, wieder. Hier. Boah. Soldaten. Ein Handschlag. Hier ein paar Soldaten beim Schachspiel. Und da direkt mehr. Das ist auf jeden Fall der Lenin, ja, oder? Ich glaube, das muss steinalt sein. Steinalt. Das ist eine Propaganda-Zeitschrift. Steinalt. Das ist hier wirklich ein richtig schönes Sowjetstil. Hm? Ist das? Oh, das ist ein Turnsaal oder? Turnhalle, ja. Sowas. Oh, hier ein Weg und da einfach eine Sprossenwand. Ach, die habe ich auch gehasst im Sportunterricht, Schat. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was da so schlimm an denen war, aber wenn ich so Sprossenwände sehe, Schat, da kriege ich richtige Aggression auch in mir irgendwie. Irgendwie machen die mich richtig sauer. Ich glaube, weil es mich einfach auch an Schule erinnert. Weißt du, was das heißt? Ich glaube, es wird wieder Zeit für ein kleines sowjetisches Workout. Schön aufwärmen hier jetzt auf die russische Art. Mit der Maske. Dabei. Hey. Dabei. Alter, stark, Fredo. Könntet ihr euch Fredo in so einer Armee vorstellen? Stell dir mal vor, ihr seid im Krieg, müsst gegen Fredo kämpfen und dann steht er da so vor euch. Kannst doch nichts tun. Könnte ich niemals wehtun. Sowetski Flaki. Dabei. Oh, dabei, Alter. Dabei. Das ist auch übel anstrengend, sowas. Na gut, das sowjetische Workout haben wir auch abgeschlossen. So, jetzt aber mal aufs Dach. Komm. Schau dir das an. Das sieht mir nach einem Hundefuß ab. Könnten das die Pfotenspuren von Pushkin sein, Chat? Oh Gott. Pushkin war hier, der ist nicht weit weg von uns. Ich glaube, die sind auch gar nicht hingefahren wegen dem Atombunker, die haben einfach Pushkin vermisst, ehrlich. Die haben sich gedacht, Mann, Digga, das war so eine gute Zeit mit dem. Lass doch mal hin, lass ihn noch mal ein bisschen streicheln, ein paar Leckerlis mitnehmen. Oh, wir sind auf den Spuren von ihm. Und da haben wir unseren Weg. Eine gute alte Leiter. Boah. Danke. Moreis 9 ist cool. Boah. Was ist das für ein Ausblick? Und da vorne die Straße, die führt wirklich direkt zu dem Wachposten. Also man sieht hier ganz leicht das Tor durchblitzen. Das ist das Tor. Und wir denken, dass dort doch der Pushkin ist. Aber wie gesagt, es ist jetzt schwierig, den da irgendwie herzulocken, ohne dass der Besitzer auch mitkommt. Da ist ein Bienennest für. Leute, das sind lauter Bienen, die einen verfolgen. Bro. Puh, schon wieder. Ist das nicht so, wenn einen die Königin sticht oder so, gehen ja nicht alle auf einen los? Ja. Irgend sowas. Also die haben uns da wirklich gerade auf. Ui, da ist die schon wieder. Das gibt's doch nicht. Runter, Fredo, geh mal runter. Junge. Ja, komm runter. Hört sich das an, die kommen da vom Eck her. Kann da leider nicht hingehen, aber komm, Abflug. Genug Aussicht, ja. Die haben uns da oben nicht chillen lassen. Ja. Raus hier wieder. Das Gebäude haben wir auf jeden Fall weggeexplodiert. Einfach von Bienen vertrieben worden. Bienen haben einfach gewonnen. Bro klettert 20 Meter Türme hoch und Angst vor Bienen, ja, hab ich mir auch gerade gedacht, Digga.
So, wir sind jetzt noch spontan in ein weiteres Wohnhaus reingegangen und haben diese Tür hier entdeckt. Oh, das sieht interessant aus. Die sieht ja mal vielversprechend aus. Was ist das hier? Das sieht abgefuckt aus. Fedo, was zur Hölle? Okay, jetzt wird's aber wild. Alter! Ein Abzeichen aus Metall oder sowas mit Hammer und Sichel oben. Oh, das sieht fucking cool aus, Chat. Wie von Call of Duty, einfach so ein Emblem. Was? Prestige. Alter, das ist... Hör mir auf, Bro. Das sieht ja krank aus. Das ist wirklich krank. Schaut euch das mal an. Das sieht man schlecht. Hammer und Sichel, das gibt's doch nicht. Jetzt wird's aber wirklich wild hier. Geil mitnehmen. Ja, ja. Eins, wenn das einstecken würde. Würde ich, glaube ich, auch. Aber es gibt eine goldene Regel bei diesen Lost Places Chat. Man darf nichts klauen. Das habe ich mittlerweile gelernt nach den ganzen Roofless Videos. Das ist asozial, wenn man da Sachen klaut. Man soll es einfach liegen lassen, damit es andere Leute, die da exploren und so, dass sie das auch noch sehen können, so mäßig. Man muss hier genau schauen, aber da liegen Sachen überall. Ein Spaten, eine alte Tuna-Dose. Was ist das? Ist das nicht auch von einer Gasmaske? Doch. Das sieht mir nach Gasmasken, fehlt dir vielleicht was. Das ist ein Zwischenteil. Alter, eine Münze. Eine Münze. Schau dir das an. Boah, da noch eine, schau. 10 Filler. Magia Nepkos 1984. 20 Filler. Eine alte Streichwurst. Sieht das an? Streichwurst, ja. Boah, der ist riesig, der Keller. Und da geht's jetzt aber wieder raus. Boah, ja, da waren schon ein paar wilde Funde dabei. Ja, dieses Abzeichen, das war wild. So, die Location, die hat schon in sich. Alter, hörst du das? Das hört sich an wie der Pushkin. Pushkin? Das hört sich nach unten. Oh, bitte sag, dass der jetzt da gleich angehoppelt kommt. Das hört sich wieder nach unten. Ist das Hecheln? Ich weiß nicht. Wir wollten da gerade ins nächste Haus reingehen und man hört hier piepsen. Was ist so? Ich dachte, dass das eine Alarmanlage ist. Na, komm hier rein, komm hier rein. Ich glaube, der ist hier irgendwo. Wir sind wirklich ganz knapp beim Wachhaus. Was machen wir? Wir müssen ihn irgendwie andocken. Ja. So, folgendes. Ich werde jetzt hier einfach Lärm machen, indem ich... Ach, Digga, habt ihr das auch gerade gesehen? Ich hoffe, ich habe mir das gerade eingebildet. Guckt euch mal die Unterseite vom Stein an. Wartet. Bilde ich mir das ein oder sind da überall Spinnen drauf, so kleine Spinnen? Scheiß drauf. Jetzt hier einfach Lärm mache, indem ich diesen Ziegelstein auf die Glasscherben droppe. Und dann können wir von hier schauen, ob da jetzt vielleicht der Pushkin kommt. Und falls nicht der Pushkin ist, sondern ein aggressiver Kampfhund, können wir da hinten in den Keller flüchten. Das klingt mal nach einem Plan, oder? Ja. Das fühlt sich einfach noch falsch an, aber was? Er will jetzt mit dem Stein Pushkin anlocken? Toll's. Na? Das war nicht laut genug, Fedor. Ah, das ist nicht laut genug. Stell dir mal vor, das ist einfach so ein Dobermann-Wachhund, der die einfach auffressen will. Das ist gefährlich, das ist... Darauf könnte das Härchen aber auch anspringen. Ja. Nochmal, komm. Das ist zu leise, glaube ich. Das ist viel zu leise. Komm, wir auf die Hundepfeife an. Ich riech's bis hierher, Chat. Oh. Wo ist er? Jetzt. Wenn jetzt der Hund kommt, nachdem Fredo gefurzt hat, dann ist das ja alles eine Simulation. Muss aber kommen. Noch immer kein Signal von ihm. Das gibt's ja nicht. Der springt auf gar nichts mehr an. Ja. Irgendwas stimmt da nicht, Leute. Komm, ich würde sagen, wir gehen hier mal wieder rein. Wir befinden uns hier direkt am nächsten Tag. Und zwar ist der Plan jetzt, dass wir von hier oben irgendwas runterwerfen, um den Pushkin aufmerksam zu machen. Der ist da vorne. Guck, die wollen ihn unbedingt sehen. Den geht's gar nicht mehr um irgendwelchen Atombunker. Die wollen einfach nur den Hund sehen. Ja, da sind wir uns sicher. Dem ist auch scheißegal, ob die hier erwischt werden. Es sind scheißegal, ob die in den Knast gehen dafür. Die wollen, die tun alles dafür, um Pushkin wiederzusehen. Ist zu leise, Bro. Da tut sich nichts. So, letzter Versuch, ein paar Ziegel. Schön jetzt hier auf den Asphaltweg.
Das macht mir auch irgendwie ein bisschen Angst, wie nah der da an der Kante steht, Schatz. Nix, da kommt nix. Oh, das gibt's doch nicht. Es kann auch sein, dass ihm heute einfach zu heiß ist. Ich weiß es nicht, Bro. Da ist noch ein Gebäude. Ich wäre auch so enttäuscht, wenn wir den heute nicht im Video sehen. Ihr betet wirklich jetzt, macht ein Stoßgebet, dass der Hund da gleich auftaucht. Ich wäre so traurig, wenn er nicht im Video ist. Das wäre deutlich niedriger und näher dran. Ja, ich glaube, wenn wir da hingehen, dann muss der Pushkin doch langsam auf uns aufmerksam werden. Eieiei, da drüben ist es. Also das heißt jetzt hier drüber. Boah, das ist eine richtige Mission. Das muss irgendwie klappen. Na gut, es hilft nichts. Direkt darüber, das Gebäude, das ist dann wirklich nur noch 50 Meter von der Zentrale entfernt. Wenn wir ihn da nicht auf uns aufmerksam machen, dann weiß ich auch nicht. Schon an der Cover da jetzt hin und hoffentlich nimmt er unsere Fährte auf. Ja. Da ist die Hundehütte von Pushkin, Chat. Guck mal, hier, da lebt Pushkin, da schläft er. Leise jetzt hier nach rechts. Also wenn er jetzt da nicht kommt, dann weiß ich auch nicht. Digga, gehen die jetzt in dieses Wachhaus rein? Nee, das ist woanders. Ups. Stell dich mal vor, die gehen so zum Wachhaus, wo dieser Security sitzt. Und klopfen so und sagen, ey, wir wissen, wir dürfen nicht hier reingehen, aber können wir einmal noch den Hund streicheln? Können wir einmal noch mal den Hund sehen? Einmal Hallo sagen, einmal streicheln. Was machen die denn jetzt? Redet, ich hab das auch gerade, ich dachte schon wieder, ich hab mir das eingebildet, da redet jemand, Chat. Da redet wahrscheinlich der Security. Da ist auf jeden Fall jemand. Ich würde sagen, wir gehen da bis zur Ecke und legen uns flach hin und schauen mal, was Sache ist. Was in die Büsche werfen. Und wenn er jetzt nicht... Gut, überleg mal, was die da gerade machen, Chat. Die gehen gerade das Risiko ein, in den Knast zu gehen, eine Anzeige zu kriegen. Das ist ja Hausfriedensbruch, die dürfen ja nicht rein. Jetzt gehen die schon 10 Meter an die Security-Hütte ran, einfach nur, damit der Hund kommt. Bellt oder kommt oder so, dann brechen wir hier ab, gehen wieder zurück in den sicheren Teil und exploren das Ding zu Ende, Leute. Es macht ihn schon traurig, aber ja, es bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Der wirft jetzt noch einen Stock da auf den Security-Mann. Nichts. Das macht mich fertig. Das ertragen meine Nerven auch nicht, Shit. Ich bin richtig traurig gerade, ehrlich. Das macht mich richtig traurig gerade. Nichts. Also man hört den Security reden, aber kein Hundebell, nichts. Ja, an der Stelle, würde ich sagen, müssen wir die Mission leider abbrechen. Nein, das kann nicht das Ende sein, Chat. Der muss noch kommen, oder? Eins wird immer noch dran glaubt, Chat, wir müssen belieben. Eins wird immer noch dran glaubt, dass Pushkin zurückkommt, dass wir den heute im Video sehen. Das könnte ich nicht ertragen. Das für uns geht es jetzt zurück in den hinteren Teil vom Gelände. Und das könnte ich nicht ertragen. Wir exploren den Restweg. Kann man nichts machen. Ich habe einen Abflug hier. Also eins muss man schon sagen, der Pushkin ist vielleicht der liebste Wachhund, den es gibt, aber auf jeden Fall nicht der beste. So, für uns geht es jetzt auf direkten Weg zu diesem Atombunker. Schauen wir mal, ob wir den jetzt mit dem speziellen Werkzeug, was wir heute mit haben, aufbekommen. Okay. Ich hoffe es, vielleicht klappt ja wenigstens das. Wir sehen uns dort, Leute. Und da ist sie, die Tür. Weil die ist aber wieder verschlossen. Eieiei, das heißt schön die Arbeit wieder machen und das Ding öffnen. Die stand bei uns noch ein Spalt offen, aber jetzt ist die wieder komplett zu. Das Ding ist, wir müssen die Tür öffnen und dann danach ist die eigentliche Challenge. Komm, aufhebeln. Juri, was die für Geräusche macht, die Tür. Das war gerade wie in so einem Film.
Es ging aber einwandfrei. Oh ja. Aber jetzt kommt ja der eigentliche Moment der Wahrheit. Und zwar Tür Nummer 2. Schaut euch das kolossale Ding an. Okay, da waren die beim letzten Mal schon drin und haben die Tür nicht aufbekommen, glaube ich. Wie wir jetzt wissen, heißt eins davon schließen und eins öffnen. Und hier haben wir diesen Bolzen, den wir letztens nicht drehen konnten. Aber diesmal haben wir ein entsprechendes Werkzeug mit. Und mit dem kriegen wir das vielleicht geöffnet. Oh, hoffentlich. Drückt uns die Daumen. Setzt das Werkzeug an. Den guten alten Spezialklempnerschlüssel. Und mit dem geht das Ding hoffentlich auf. Fest zu an das Ding. Komm. Ja. Und? Alter, das geht wirklich auf. Bewegt sich. Das sieht aber gut aus. Alter! Tut sich da was? Ich weiß nicht. Das hört sich so an, als würde sich da was tun. Alter Junge! Oh, ja! Alter! Es geht auf! Nein! Alter! Nein! Wir sind drinnen, nein! Stell dich mal vor, da ist eine Atombombe drin! Ja! Hör auf! Was? Leute, na, oh. Alter, ist das krank. Okay, Pedro. Nein! Das ist der Oberhammer. Junge. Ich hab gedacht, wir gehen ja hin, probieren das. Und es wird safe nicht funktionieren. Leute, wir sind drinnen. Ich bin gerade wirklich sprachlos. Ihr müsst euch vorstellen, hier wurden nukleare Sprengköpfe gelagert. Und das ist ein riesiger Bunkerkomplex. Leute, jetzt ohne Spaß. Nie hätte ich mir gedacht, dass das funktioniert. Und es geht tatsächlich mit einem einfachen Klempnerschlüssel. Das kann doch nicht wahr sein. Gott sei Dank. Jetzt geht's los. Jetzt kommt das Ding exploren. Boah, und jetzt schaut euch das mal an. Was zur Hölle ist das bitte? Jo. Alter, das sieht fast wie ein Basketballplatz aus mit den Markierungen da. Das Ding ist riesig. Ja. Ey, das ist so krass, Chat. Das ist so heftig. Ihr müsst euch vorstellen, da wurden einfach fucking Atombomben gelagert. Wie krank ist das? Strahlung? Ist es gefährlich, Chat, wegen der Strahlung? Nee, oder? Atombomben verseuchen ja nur alles mit Strahlung und so, wenn die explodiert sind. Oder ist das trotzdem gefährlich? Ah. Also von hier wurden dann die Sprengsätze reingeschoben, wahrscheinlich damit so eine Art Hebebühne oder sowas hier runtergebracht und dann wahrscheinlich hier verladen. Da drüben direkt noch ein Eingang, hier diese Oldschool-Lampen, überall die fetten Rohre und da direkt Bunkertüren. Sofort runter jetzt aber. Ja, komm rein mit uns da jetzt. 2 Danke. Euro von dir. Das sieht eigentlich gar nicht so heftig aus vom Raum, aber wenn man sich vorstellt, dass da wirklich Atombomben gelagert wurden, macht es den Raum halt nochmal cooler so. Boah. Funktioniert noch alles. Sag ich ehrlich, da würde ich aber keine Knöpfe drücken. Also ich bin auch immer ein Freund von Knöpfe drücken, die man nicht kennt, aber in einem Atombombenlager würde ich irgendwie keine roten Knöpfe drücken, warum auch immer. Also die Sprengsätze sind wahrscheinlich hier echt drunter gemacht und dann in diese Räume hier rein transportiert. Alter. Es sieht echt aus wie so eine Art Lager. Hier im Boden sind überall solche Löcher, vielleicht waren die Sprengsätze dann so längs eingespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier eine Reihe war und das hier eine Reihe und das in der Mitte der Gang zum Durchgehen. Und die dann so immer irgendwie der Länge nach angeordnet waren. Heftig. Hier wäre es echt interessant zu wissen, ob erhöhte Strahlenbelastung vorliegt. Wie massiv diese Türen hier sind. Ah, das sieht aus wie die Belüftungsanlage. Boah, hier riecht es aber echt wild. Ja. Boah, das ist so eine Art Ofen. Vielleicht hat man hier Sachen desinfiziert. Boah, was ist das? Das sieht aus wie ein riesiger Tank. Das könnte doch eine Pumpe sein. Schaut euch das an. Überall Sicherungskästen. Also das war für die Elektrik. Boah. Eindeutig. Crazy, Mann. Crazy, crazy. Die Farben hier. Gelb, grün, blau, rot. Das hat schon was. Das haben wir so bis jetzt auch noch nicht gesehen. Da jetzt wieder so eine Art Schleuse. Sind lauter Bunkertüren. Und da Kleiderhaken. Da hat man wahrscheinlich die Uniform abgelegt. Was ist das für eine Tür? Alter, das sieht alles so gefährlich aus, Chad. Sieht aus wie so eine Eingangstür. Ja.
Da direkt noch eine Tür. Das könnte der normale Eingang sein für die Personen. Ja, also man ist wahrscheinlich echt hier reingekommen und danach gab es dann diese unzähligen Schleusen hier, durch die man durch musste. Damit man wahrscheinlich nicht kontaminiert war oder so. Da geht's direkt weiter mit Maschinen. Boah, überall Maschinen. Boah, schau dir den Motor an. Also der sieht ja mal wirklich wild aus. Hier drin war wahrscheinlich das Stromaggregat, mit dem dann der ganze Bunker hier mit Strom versorgt wurde. Das sieht richtig giftig aus. Das sieht giftig, ich wollte gerade sagen, das sieht auch nicht so aus, als sollte man da ohne Maske rumlaufen irgendwie. Grün. Wow. Also hier riecht es wirklich sehr stark nach Öl, aber wenn man hier länger drinnen bleibt, bekommt man wahrscheinlich Kopfweh. Ui. Und offen. Der Schlüssel für alles. Wow. Okay, ich glaube, ich weiß, warum das zu ist. Boah, ja, das ist Benzin oder sowas. Schnell wieder zu damit. Boah, also der Geruch war unlustig. Und direkt hier die nächste Tür geöffnet mit dem Spezialschlüssel. Und das sieht aber interessant aus. Oh ja, die Luftfilter. Da direkt wieder. Und ihr seht, wie viele das sind. Also das ist echt so eine Reihe von 3 Stück hintereinander. Und da ist eine Jahreszahl oben. 1981. Also kurz nach dem Krieg. Sind ja wirklich wie... Krieg ging nämlich bis 1960. Neue Teile. Oh, was ist das? Komplett gelb, ja, alles. Oh. Überall spielt, ne, der Raum hat schon was. 1940. Ja, der Motor oder sowas. 1940 war es. Ja, ich verwechsel die 4 auch öfter mit der 6. Die sehen relativ gleich aus, die Zahlen. Der ist verschlossen und nicht auf. Ah, vielleicht sind da echt noch Sachen drinnen. Ich glaube, wir waren hier jetzt wirklich in jedem Raum drinnen. Erster Weltkrieg. Ja, stimmt, ich habe Erster Weltkrieg verwechselt im Zweiten. Erster Weltkrieg ging bis 1860. Von da drüben sind wir reingekommen. Ja, ja. Und hier oben, der zweite dann bis 45, dürfte jetzt wahrscheinlich der Ausgang auf die andere Seite sein. Also das Teil wurde von beiden Seiten beladen. Schauen wir mal hier rauf. Ja, da kommt man wahrscheinlich genau auf der anderen Seite raus hier. Ja, Fede, das ist komplett verkeilt. Die kriegen wir nicht auf. Ja, komm, wieder zurück und raus hier. Wir haben hier wirklich alles gesehen, aber es riecht hier übelst. Ja, also es kann eigentlich nicht gesund sein. In dem Sinne, schnell hier weg. So, da ist sie, die Tür. Komm, schön raus mit uns. Los. Wow, und da kommt einem gleich die warme Luft entgegen. Wow, da drinnen hat es wirklich 15 Grad weniger. Ja. Schön, das Ding. Hey, Chat, das ist alles geil. Sah alles krank aus. Auch heftig, dass die einfach da reingekommen sind. Aber wo bleibt Pushkin, Chat? Das Video geht immer mehr dem Ende näher. Und ich habe Pushkin bis jetzt nicht gesehen. Wieder verschließen natürlich. Schön verschließen. Nicht, dass die nuklearen Dämpfe hier austreten. Ja, ja. So, zack, Abflug. Yes. Also geil. Das war ja wirklich eine erfolgreiche Rückkehr. Ich denke, wir haben ja auf jeden Fall alles jetzt weggeexplort, das ganze Gelände abgesucht. Ich würde sagen, wir können guten Gewissens jetzt mal wieder vom Gelände hier abhauen. Nein, könnt ihr nicht. Es fehlt nämlich noch eine sehr wichtige Person. Im Sinne, wir sehen uns gleich, Leute. So, wir haben es wieder zum Auto geschafft. Also das hat ja jetzt nochmal am Schluss einwandfrei geklappt. Aber wir haben uns gedacht, wir müssen noch einen Versuch starten, dem Pushkin, dem lieben Vierbeiner, irgendwie Hallo zu sagen. Und deshalb werden wir jetzt tatsächlich schön mit dem Karren direkt vor den Haupteingang cruisen, da wo das Wachpersonal stationiert ist, und schauen, ob wir den Kleinen dort antreffen. Die fahren jetzt extra zum Security nochmal hin. Muss jetzt irgendwie noch klappen. Los geht's. Rein in den Schlitten. Die gehen in den Knast für Pushkin. Oh, bitte sag, dass er gleich da ist, Chat. Leute, da ist ein Hund vorne, der mit dem Schwänzchen wedelt. Und ich glaube, das ist der Pushkin. Der schaut uns direkt an und der bellt schon. Das ist er. Jetzt schön in den Undercover-Modus kurz gehen. Da drüben ist direkt die Wachzentrale. Ist er das, Chat? Jetzt müssen wir direkt mal schauspielerische Höchstleistung zeigen. Aber das ist er. Das ist er, der Kleine. Das ist er. Das ist der Pushkin. Ja. Schau, wie der fiebt. Guck mal, wie der sich freut, Chat. Guck mal, wie der sich freut. Der kennt uns.
Zeit. Ja. Kommt zu uns. Schaut ihn euch an, den Kleinen. Ja, das geht. Ja, das ist lieber. Junge, Pushkin ist zurück, Chat. Ja. Weh in den Chat. Junge, guckt euch seine kleinen Augen an, Digga. Wie er da rausguckt. Ja. Ey, Digga, das ist so ein süßer Hund, ehrlich. Das ist unser Freund. Das ist ja. Wo warst du drinnen? Wir haben dich nicht gefunden. Wir haben dich den ganzen Tag gesucht. Ja, wir haben dich wirklich den ganzen Tag gesucht. Gibt's ja nicht. Denkt ihr, der kann sich noch an die erinnern, Chat? Ja, safe, oder? Ich glaube, Hunde vergessen sowas nicht. Der kann sich safe noch an die erinnern. Der ja so süß, Mann. Hallo, Sio. Hallo. Gas Station? Jetzt müssen die Schauspieler einfach nur, weil die den Hund streicheln wollen, weil die den wiedersehen wollten. Ja, bleibt die dabei. Oh, okay. It's a cute dog. Your dog? No? Kurz mit dem Wachpersonal agiert. Ja, Pushkin, du bist ein ganzer Lieber. Pushkin, wir kommen auf jeden Fall nochmal und dann werden wir dich hoffentlich treffen, okay? Keine Sorge, wir kommen nochmal. Ja, so ein guter Hund, Chat, ehrlich. Ah, ein ganzer Lieber. Man würde gerade wirklich gerne einfach rüberspringen, aber jetzt ist gesehen, der Security ist schon ausgekommen. Er war nicht sonderlich begeistert, aber wir haben dem Kleinen natürlich eine kleine Überraschung mitgenommen. Alter, geil, die haben ihm Leckerlis mitgenommen, Chat. Ein guter Pedigrees. Oh, Pushkin, das ist ein Spezialist. Komm, jetzt weg. Ja. Hat er weg noch eins für dich? Ja. Die schmecken gerne. Junge. Ich sage euch das, Chat, die werden ihn noch klauen. Nächstes Video wird heißen, wir haben Hund geklaut. Wir holen Pushkin nach Österreich. Ich habe Pushkin mehr vermisst als meine Freundin. Ja. Wir bald wieder, Pushkin. Ja, Pushkin. Ganz ein Lieber. Nächstes Mal treffen wir dich, okay? Versprochen, okay? Versprochen, Pushkin. Aber der Wachmann meinte ja, es ist gar nicht sein Hund. Meint ihr, es ist ein Streuner? Also, nee, oder? Wahrscheinlich hat ihn halt der Besitzer oder die Stadt oder so, hat ihn wahrscheinlich da einfach hingemacht, sodass ein Wachhund da ist. Ja. Der ist angekettet? Ja, okay. Wir kommen bald wieder. Bis zum nächsten Mal, Pushkin. Das ist ja wirklich ein schwerer Abschied, ja. Oh Gott. Oh, das tut jetzt auch schon wieder weh zu gehen, Chat, ehrlich. Zu deinem haben wir den noch getroffen. Ich hatte schon Angst. Ah, es macht er noch traurig. Man würde da so gern drüber zu dem Kleinen. Als würde er im Knast sitzen. Ey, guckt euch seine Augen an, Chat. Wie kann man so ein reines Herz haben? Wie kann man so einen süßen Blick haben, Chat? Guckt euch die Augen an. Der sagt gerade, nimm mich mit. Mach die Kette los. Ich komme mit nach Österreich. Ich begleite euch auf allen Touren. Ich kletter gerne Löcher rein. Ich will mit. Pushkin, wir kommen wieder, okay? Ciao, kleiner Mann. Bis nächstes Mal. Okay. Ciao, Pushkin. Ciao. Oh Mann, das tut jetzt fast noch mehr weh als beim letzten Mal, Chat. Wenn der da so steht am Gitter und angekettet ist, das tut mir noch mehr weh als beim letzten Mal. Also das tut wirklich weh, Leute. Aber da kann man nichts machen. Der Hund hat einen Besitzer, habt ihr es gesehen? Der wird doch gefüttert und alles. Geht's gut, aber man hat ihn halt echt ins Herz geschlossen. Oh, schaut ihn euch an, wie er schaut. Eieiei. So, Leute. Wir haben tatsächlich noch unserem lieben Freund Hallo sagen können. Sind jetzt wirklich... Geil, ey, aber nochmal dickes W in den Chat für die Aktion, Chat. Hätte ich nicht gedacht, dass sie es wirklich machen. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich nochmal zu Pushkin zurückkehren. Am Ende des Videos angekommen, das war wieder mal ein Exploring vom Allerfeinsten. Die Tour hat ihre Höhen und Tiefen, aber schlussendlich dann richtig wild. Also das hat ihr einfach nur Bock gemacht. Ein voller Erfolg. Dafür natürlich nicht vergessen zu liken, abonnieren und kommentieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut's rein, Leute. Geil. Freunde, Video ist zu Ende. Ich bin auf der einen Seite jetzt wieder sehr traurig am Ende, weil die halt jetzt wieder gegangen sind und Pushkin da gelassen. Dann guckt doch mal hier das letzte Bild, Digga. Guckt euch sein Gesicht an. So ein süßer Racker, Digga. Chat,
Video zu Ende. Mal danke, wieder ein sehr schönes Video. Cool. Heute fast gar nicht so richtig Exploring-Zeug gesehen, sondern einfach irgendwie die ganze Zeit gehofft, dass der Hund zu sehen ist. Wir haben den Hund nochmal gesehen, wir haben Pushkin nochmal gesehen. Hat mich auf der einen Seite sehr, sehr glücklich gemacht. Auf der anderen Seite bin ich auch schon wieder traurig, dass sie ihn einfach da gelassen haben. Vielleicht gibt es ja wirklich noch irgendwie eine Rettungsaktion oder die Clownin einfach. Ich würde es jetzt nicht schlecht finden, wenn die den Clown, sage ich ganz ehrlich. Wunderschöner Hund, guter Hund, treuer Hund. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Hier gibt es nämlich wunderschöne andere Reaktionen auch noch als diese hier. Wir sehen uns dann bei der nächsten Reaktion wieder. Mein Name ist Mochi. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.